Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Joa, beim letzten Mal haben wir die Kategorie F in Kolosseum geschafft und ein Portal nach Nadiria geöffnet. Bin schon gespannt, was uns dort erwartet. Rosi darf uns hier dann auch begleiten nach draußen, weil hier sind keine Menschen, die sie fangen, umbringen etc. wollen. Die Menschen hier, die kann man nur hassen. Hier unter der Treppe ist eine Kiste und zwei Töpfe. 100 Goldmünzen. Und Monstermist. Danke dafür. Die Tür war auf der Ebene, ne? Ich wette, in die Sequenz kommt, wenn ich rausgehe. Also. Ich bin ja bei dir. This is the Circle of Conquest, one of the six realms of Nadiria. Each realm is divided into three parts, which we call the lower, middle, and upper echelons. Okay. Right now, we're in the lower echelon. It's home to weak monsters, but that's fine for a fledgling monster wrangler such as yourself. Of the Circle of Conquest. Is that right? Precisely. And at the heart of it all is the Maula Seal, Nadiria's one and only battle arena. That's where monster wranglers from far and wide gather to test their skills in battle. And you should too. Ciao. A tournament at the Mauliseum? We should go and take a look. Ja, wir sollten uns hier definitiv umschauen. Hier gibt es auch viele neue Monster. Wie zum Beispiel die Skelette da vorne. Der Turm ist einfach mit uns gereist. Ja, Skelett, komm her. Ach, die sind noch auf Automatik gestellt. Vom Turnier, bitte überleb. Na, schade. Bringen die hier denn wenigstens einiges an XP? Boah, die bringen ja das Dreifache. Ey, im Ernst, der Gockel, der war das Stärkste, was in der ersten Ebene rumgelaufen ist. Und der hat nur 10 XP gebracht, beziehungsweise EP. Und hier bringt einer einfach direkt 22. Selbst in der größten Gruppe habe ich nicht mal ansatzweise so viel EP bekommen. So, eine Gruppe Skelette. Wir machen einfach mal instant anwerben. Okay. Klappt schon mal überhaupt nicht. Dann schwäche ich auf jeden Fall vor. Ich konzentriere meine Angriffe hauptsächlich auf den rechten. Ich weiß ja, dass die ein bisschen was überleben. Mach den Helmschweiter auf den linken.
Hat nicht so ganz funktioniert, aber der Rechte hat eigentlich übelst eingesteckt. Und trotzdem nur 32%. Hat geklappt. Okay, gewaltiger Unterschied. Ich nenne ihn Sletty. Du bist direkt von Anfang an Stufe 6. Ich nehme dich mal anstatt dem Komodo mit. So. Im Übrigen, das habt ihr nie gesehen, aber wenn da oben über den Charakter, also hier unter dem Kader, dieses Häkchen ist, dann heißt das, die habe ich schon gefangen. Beziehungsweise, die habe ich schon mal angeworben. Ich werde das bestimmt nicht bereuen, dass ich gerade einfach aus Versehen den normalen Kampf aktiviert habe. Ja. 29%. Und es hat geklappt. Der sieht mir so aus wie ein Schelmo. Ich nehme ihn mal statt dem Flederschleim. Das können die ihn so. Ach, das ist auch ein Heiler. Und unser Skelett. Der kann Gift. Okay, dann mal weiter. Hier gibt es auch Jahreszeiten, ne? Bin gespannt, wie sich das hier verhält. Ein Schmock. So. Ich hatte die Hoffnung, seine Verteidigung ein bisschen zu senken. Nein, der Schmuck ist schon tot. Okay, der Schmuck hält nicht viel aus. Oh, verdammt viel XP. Parieren und blocken gelernt. Okay. Dann drüben ist halt noch mal so einer. Ich denke mal, ich muss auf Winter warten, um hier rüber zu können. Das kann aber ein bisschen lange dauern. Monster Mampf anwerben. 49%. You're one of us now. Ich lass ihn mit dem Namen Schmuck. Also kurz gucken. Ich lass ihn aber in die Box. Aber im Ernst, was die XP von dem Ort hier angeht, kein Vergleich zu dem Gebiet vorher. Im Gebiet vorher konnte ich ja echt gar nichts an XP mitnehmen. Oh, neuer Gegner. Ein Schmoller. Angriff. So, dann versuche ich mal den Schmoller anzuwerben. Oh, beim Schmoller scheint es einfacher zu sein. Einfacher, aber das heißt nicht, dass es klappt. Der Helmspalter war unnötig.
Oh. Ist halt aber so schön, so viele Punkte zu kriegen. Ich glaube, ich investiere auf jeden Fall mal in den Untotentöter. Und dann gebe ich ihm Max LP. Hier ist eine leckere Kiste. Okay, wir haben drei Schmoller. Mal gucken, wie gut überlebt. Ich teste einfach an den anderen, wie gut sie überleben. Okay, der ist schon tot. Das heißt, so viel halten die auch nicht aus. Infektion. Das war wahrscheinlich Giftangriff. Ach komm, 47% und es klappt nicht. Bestienbissen. Das ist aber auch nicht so groß gestiegen. Da ist die Knutschbacke. Ja, der ist auch eher so ein Debuffer. Aber das Depot mit dir. Der Schmock. Diese Monster haben zwei Mäuler. Eines an jedem Ende. Das vordere ist ein strenger Vegetarier, während das hintere hauptsächlich Fleisch frisst. Okay. Der listige Lümmel. Schüchterne Schwertkämpfer, die hinter grinsenden Schilden hervorlugen. Bei letzterem handelt es sich um wertvolle Erbstücke, die von Vätern an ihre Söhne weitergegeben werden. Och, wie putzig. Der Schmoller. Wer könnte diesen luxuriösen Lippen widerstehen? Um ihre größten Vorzüge zu schützen, haben diese kompetenten Küsse bei immer Lippenbalsam parat, damit die Schnute geschmeidig bleibt. Und das Skelett. Die sterblichen Überreste gefallener Krieger. Recycelt wurden und nun ein zweites Mal ihre Knochen hinten halten müssen. Paar Monster haben wir hier noch. Wir müssen auch diesen Seejungfer hier irgendwo finden. Insgesamt fehlen uns hier sieben Monster, wovon eins wahrscheinlich wieder so ein Megamonster ist. Das hier ist was Frühlingsbedingtes. Hui! Keine Einwände. Auch wenn mir der Bereich hier gerade nichts gebracht hat. Guck mal, das Skelett, das steht da in der giftigen Brühe. Ein Pilz. Aua. Sunny, greif noch mal den Pilz an. So, dann versuchen wir den Pilz jetzt anzuwerben. %. Und er ist wütend. Echt schwer, die anzuwerben. Was macht der Naturzerstörer? Ah. Guck mal, da kommt die Skelettparty. Und hier ist ein neuer Pilz zum Herausfordern.
So, ich habe jetzt zu dem Trupp gehen, obwohl keiner am Schlafen ist. Now. 30%. Der wäre bestimmt richtig geil zum Anwerben, weil man die Gegner einschlafen lassen kann vorher. Bei 30% ist halt nix. Dich hole ich ins Team. Hallo, neue Akaja. Die alten Akajas werde ich sowieso zur Synthese nutzen. Nehme ich statt dem hier. Wo bringst du mich hin? Hier hoch, zu der Kiste. Das ist eine schöne Kiste. Ein Stärkering. Ich glaube, der bringt nur Angriff. Ja, 10 Angriff bringt der. Naja. Angriffskraft ist Angriffskraft. Ich habe das Gefühl, bevor ich da reingehe, soll ich hier vielleicht wirklich erstmal ein bisschen hoch trainieren. Wir haben ja die Möglichkeit, dass wir hier ordentlich was an XP bekommen. Das da unten ist definitiv so gesehen der Miniboss in dieser Ebene. Mit dem lege ich mich mal nicht an. Der prügelt mich doch so hart aus dem Leben. Ich gehe mal zu diesem Labor. Das war hier hoch. Laut Karte. Ich habe kein Labor gesehen, aber wenn der Teil sagt, da ist ein Labor, dann glaube ich im Spiel mal. Hier ist jetzt ein elektrisches Wetter. Oh, Blasenschleime! Halten die was aus? Ein bisschen. Ach, ich habe noch gar keine Punkte vergeben, ne? Oh, die sind leichter anzuwerben. Leichter ist nicht gleich instant. Angeworben. Eventuell wird das ein Sunny-Ersatz, wenn das ein Heiler ist. Ja, das ist auch ein Heiler. Sunny wird jetzt ersetzt. Weil der ist doch 100 pro besser, oder? 28, 28, da ist gleich. Obwohl man natürlich hier mit einrechnen muss, dass der ja die Ausrüstung trägt. Nee, ich glaube, der ist sogar schlechter. Hab nichts gesagt. Ich will eigentlich nur zu dem Labor hin. Ah, im Frühling ist die Grütze weg. Beziehungsweise im Sommer. So, das Labor. Hallo? Ach was, oh, siehst du nicht, dass ich mit meiner Forschung beschäftigt bin? Husch, husch.
Entschuldigung. Mich interessiert deine Forschung halt. Und dein Weisheitsring. Ich kann ja mal eben kurz überprüfen. Nee, der, den ich gerade nutze, ist besser. Der Sunny. Ich habe jetzt schon erwartet, dass ich hier im Labor ein oder andere machen kann. Vielleicht ist hier irgendwas später. Aber da die Grütze gerade weg ist, würde ich da dann gerne einmal drüber laufen. Und die restlichen Gebiete noch erkunden. Und dann würde ich bis zum nächsten Mal tatsächlich ein bisschen Offscreen trainieren. Hier zum Beispiel ist ja jetzt ein Brunnen. Da war ein Wundermittel drin. Dieser Säureregen, der gefällt mir so gar nicht, ne? Jetzt ist sonnig. Ah, die Blasenschleime, die scheinen auch nur bei dem Regen aufzutauchen. Scheinen wir ja Glück gehabt zu haben. Da ist der eine Kamerad, der in der Arena war. Ich denke noch dran, nach dem Kampf Akaya welche Punkte zu geben. Ich dachte mir, vielleicht kann ich die mehrfach füttern. Der eine ist schon mal tot. Aber anscheinend nicht. Ich kann sie nicht mehrfach füttern. So, zumindest sieht es so aus. 80% kommen. Die Seejungfer war ja vergleichbar echt einfach. Flatro. Vom Flattermann und Drache. Beziehungsweise Drago. Der hat auch gute Fee. Das heißt, er ist ein Heiler, ne? Ja, der hätte dieselben Fähigkeiten wie Sunny. Schade, dass er nur verdammt viel schlechter ist. Gut, der ist aber auch erst Stufe 5, ne? Muss man auch bedenken. Ich habe wieder zwei Monster hier gefunden. Den und den. Hier fehlen nur noch vier. Einen abgezogen und wegen dem riesigen. Ich will da unten noch gucken. Aber ich muss hier viel in schneller Zeit gucken. Hier ist noch ein Geist. Dann sind es nur noch drei, die ich finden muss. Der Rechte hat schon gut was abbekommen. Komm. 48%. Hat funktioniert. Wir haben einen Geist. Ich nenne ihn Buu. Der hat auch giftiger Krufti. So, jetzt aber das, was ich eigentlich gerade tun wollte. Hier wollte ich gucken, aber hier kann ich bei Frühling gar nicht hin, so wirklich. Kann ich mich eigentlich jetzt auch standardmäßig hin teleportieren? Ich kann mich zumindest zum Labor teleportieren. Genau, hier vorne bei den Seen wollte ich auch noch gucken. Da konnte ich ja gerade eben gar nicht lang. Beispielsweise da war ja, glaube ich, eine Kiste. Ja, aber ich habe das Gefühl, das muss man echt im Winter machen. Das ist dann zugefroren, ist statt weg.
Hier kann ich jetzt halt rüber. Oder auch nicht. Ist hier wenigstens was? Hier ist ein Durchgang. Jetzt müsste die Jahreszeit wechseln. Nee, an euch habe ich kein Interesse. Okay, ansonsten ist hier nichts. Ich denke mal wirklich, dass man das, wenn im Winter machen muss, dann ist das Zeug wahrscheinlich zugefroren. Okay, ich habe den Part jetzt schon ein bisschen gestreckt, aber ich wollte halt hier noch gucken wegen den Durchgängen. Ich lese dann jetzt noch eben kurz die Einträge hier vor. Der Blasenschleim. Diese bedauernswerten Kreaturen waren einst normale Schleime, bis für solches Sumpfwasser ihr Körper in sich zusammenfallen ließ, wie nicht durch gebackenes Beisers. Och, die Armen. Die Seejungfer. Drachen, die Reisende bevorzugt mit ihren fabelhaften Feenflügeln bezaubern. Diese sehen nicht nur fantastisch aus, sie sondern auch ein feines Pulver ab, das die Beute in Trance versetzt. Und hier noch der Geist. Die unüberlegten Dinge aus ihrem früheren Leben lassen diesen Poltergeistern keine Ruhe. Immer versuchen sie anderen einen Schrecken einzujagen, denn sie stehen gerne im Mittelpunkt. Hm, die Liste füllt sich ein bisschen. Was haben wir denn hier an Tipps neu dazu bekommen? Die Kampfarenen. Okay. Die vorherigen, die habe ich mir halt alle schon angeguckt. Dieses Schumperium, das machen wir sobald wir wesentlich mehr Monster haben. Okay. Ich stelle mich mal jetzt hier in irgendeine Ecke. Wo ich im Bestfall jetzt nicht angegriffen werde. Ja, hier auf dem Stein sieht gut aus. Oh, da unten ist noch eine Kiste. Habe ich gar nicht gesehen. Gut, dass ich sie noch entdeckt habe. Dreimal Gammelfleisch. Also mir persönlich würde das ja nicht schmecken. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell den Untoten oder so gefallen würde. Naja, jedenfalls, ich werde Ofgen hier jetzt ein bisschen trainieren, weil hier kriege ich ja ordentlich XP. Dass ich meine Kameraden eventuell mindestens auf Level 12 zu bringe. Ich könnte bei Arcaia jetzt noch eben die Begabungspunkte ausgeben. Dann kriegt man die ersten beiden Fähigkeiten und die Max-HP. Kann halt vergiften und hier mit einem Odem-Angriff aufhalten. Ist schön, dass die den süßen Odem einsetzen konnten für 70 Punkte. Und ich den nicht mal ansatzweise habe. Schön, dass die das im Kampf konnten. Die sind im Battle offenbar overleveled und machen dann nach Anwerben Downleveling. Ich würde sagen, wir machen dann hier jetzt vorher Schluss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, Leute, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!